Einer ist da. Der andere müsste da irgendwo sein. Und der hier irgendwo da. Und der ist da, alles klar. Der ist da. Der ist da. Der ist da. Und der ist hier. Darf ich natürlich keinen Fehler machen? Hä? Doch so. Wir müssen alle hier hin. Weil hier ist ja vorne und ich will das ja immer schön in der Mitte haben. So, oh nein, das sind die falschen. Dann habe ich natürlich jetzt ein Problem. Das kommt weg. Meine Güte. Wie ist jetzt dahin? So, Steine nach runter. Ne, hier kommt schon alles Eisen. Wo haben wir die Eisernen? Da sind sie. Einmal. Weiter geht's. Zweimal. Weiter geht's. Dreimal. Und weiter geht's. Alle in die Richtung. Damit ich weiß, wohin damit. Wobei ich ja sagen muss, ihr müsst eigentlich davor gehen. Damit er nicht da oben reingehen kann. Stein, Stein und Stein und hier noch einen. Dann schotte ich das nämlich sozusagen ein bisschen mehr ab. Können wir in eine Richtung. Weil das bleibt dann hier neben und her und fließt nicht immer da oben rein und drückt den da oben weg. Dann können wir nämlich schön fließen hier. Und hier, wenn hier das hier staut, muss ja irgendwo ein Riegel auch dazwischen haben. Dann kommt das nämlich ganz da oben hin. Naja, machen wir da die Verdrahtung noch und dann muss ich, wie gesagt, auch irgendwann mal beenden heute. Aber ich und meine Zeiten vom Aufnehmen ist auf jeden Fall immer krass. Viel muss ich machen, denn Projekte, muss ich euch sagen. Weil es gibt das nächste Projekt, das Hexe-Projekt. Sozusagen wie das Hero-Projekt, nur halt mit kleinen YouTubern. Haben wir halt Destiny getauft und dann soll das auch klappen. Slaps. Boah, ich glaube nicht. Was habe ich gesagt? Holz. Holz brauche ich in Massen. Das kann weg. Das brauche ich, das brauche ich. Und vielleicht noch das hier. Ein bisschen Holz auffrischen. So, hier ist das. Auch an der Stelle muss das hier rein. Dann würde ich sagen, dass wir da sowieso gleich hier irgendwo rauskommen. Wenn ich hier eine Pipe hinsetze, macht der nichts geil. Gehen wir mal nach unten. Da ist dies. Dann brauchen wir. Ne, die behutsam nicht. Ich nehme mal meine Glücksspitzhacke, beziehungsweise meine Glücksdrill, der geht schneller. Was ist da denn drin? Dampf. Dampf geht unten raus. Dann muss der hier bleiben. Dann gehe ich nämlich noch ein tiefer. Ups, sorry. Geht nicht. Obwohl, es geht doch. Hier sind nämlich andere Pipes. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich ganz banal? Ich bin doch falsch. Ich bin doch komplett falsch durchgerutscht. Oh, seht ihr das jetzt, glaube ich? Weiß ich nicht, ob er das jetzt mit aufgenommen hat. Irgendwer hat das Intro bei Destiny geändert. Weil da haben wir alle separat Intro. Beziehungsweise Intro-Vorschläge, die jeder hier beisteuern darf. Da, ich muss noch ein Stockwerk tiefer. Hier muss ich irgendwo hin. Da ist es. Und da hat wieder das Intro geändert. Geht rasant schnell. Dann sind die nur am Ändern, wie sie gerade lustig sind. Gut. Hier rum. Darum. Ah, mache ich jetzt hier eine Fackel hin? Ist, glaube ich, ein bisschen schöner. Und der nächste wieder geändert. Ich glaube, die sind gerade am Testen hier. Oder meine Dropbox spinnt rum. Das kann natürlich auch sein.
Müssen wir gleich wieder umhören, weil ich nicht im Test bin. Bei denen gerade. Eins, zwei. Oh, nicht so weit. So weit komme ich gar nicht hinterher. Du noch da. Dann das. Und dann muss ich erst hier wieder paar Dinge einsetzen. Holz. Ich kam wieder nicht auf den Namen. Hö. Wo hat der jetzt das Wasser her? Nein, mit der. Und mit der auch noch. Hier vorne nicht, ne? Ja. Jetzt kann ich hier alle Dinger noch abreißen hier. Weil alles Wasser drin ist. Ah, habe ich wieder nicht aufgepasst. Nicht gut. Gehen wir nämlich in die Wand reinkommen. So. In der Wand drinne. Sieht zwar gleich ein bisschen besser aus. Jetzt macht sie keine Schwierigkeiten, weil ich weiter nach hinten muss ich nicht. Stopp, hier setzen wir den Riegel rein. Setzen jetzt ein bisschen anders hin. Dann das. Hier wieder rein. Dann meckert der jetzt auch gleich nicht hier rum. Und ich kann schön wieder nach oben bauen. Ich habe mich gerade gewundert, wo er das denn herkriegt. Stopp, das passt. Nur hier kommt Holz rein. Hier kommt jetzt wieder Holz rein. Muss ja schön werden. Zumindest für mich. Ich muss auch hinter den Wänden. Da hätte ich auch drei Platz lassen können, zwei Platz etc. Aber man weiß es vorher nicht, wie man es baut. Sagen wir das so. Ich hätte jetzt auch massig Tanks nehmen können und hätte sagen können, ja, mache ich nur Tanks und dann lasse ich es laufen, wie es gerade passt. Aber ist dann auch irgendwann blöd vom Aufbau her. So, hier noch Holz. Und hier noch wieder ein paar Steinpipes. Dann kann hier zugemacht werden, weil ich glaube nicht, dass ich hier nochmal hoch muss. Steinerne Pipes. Hier ist, genau, hier ist Dampf. Da ist aber auch steinerne Pipes. Da muss ich nämlich aufpassen. Jetzt ist das da. Würde ich sagen. Weil der sonst hinten meckert. Habe ich hier das Rohr. Na, aber hier eine Pipe so hin. Und die Steinpipe, weil er nicht in den Tank rein kann. Kommt so hin. Dann geht das nämlich nach unten und ich kann hier weiterarbeiten. Ah, ist reine Sache. Sieht's hier hinten aus? Ah, so ist okay. Das muss ja auch nachher so bleiben hier, dass hier der Wand vorkommt. Da sollen ja noch ein paar Bildschirme hin. So, die drei Slabs. Die sollen ja auch wieder rein. Klack. So. Jetzt, was haben wir denn jetzt hier gehabt? Nicht, dass ich irgendwas falsch habe. Ach, die anderen. Die Pflastersteine. Dann kann man nämlich hochhüpfen. Und die kommen hier rein. Können wir noch eher. Das passt nämlich super. Da setzen wir das Ding jetzt drauf. Unten kann ich schon sagen, pumpen. Ja, unten kann ich schon sagen, pumpen. Dann gehen die mich hier rein. Das sieht ein bisschen bescheiden aus, aber. Was soll's? Soll ja laufen. 15 von den Dingern. Da muss ich auf jeden Fall wieder was nachlegen. So. Liquid im Tank pumpen. Liquid im Tank pumpen. Können auf jeden Fall weiter fließen, ich sehe es. Liquid im Tank pumpen. Und der hat noch nichts. Ah, wenn der Liquid im Tank wäre. Achso, ist er noch gar nicht. Machen wir Rohr leer.
Jetzt pumpt er das Rohr voll. Dann müssen wir doch hier auch noch sagen. Naja, kostet ein bisschen. Pipes jetzt. Ja, irgendwo pumpt er das immer rein. Das ist das Blöde, was ich hasse. Dann drückt das Rohr sozusagen, beziehungsweise die Flüssigkeit immer auf das Rohr drauf. Aber so kann er halt sagen, da reingehen. Ja, da drückt er nicht zurück, weil das ja hier geschlossen ist. So, dann fließt nämlich das Zeug nach oben. Ich habe meine Ruhe. So, dann gucken wir, wie weit unser Stahl ist. Dann können wir schon mal Kessel hinstellen. MFE etc. Atomkraftwerk kommen ja auch noch hier runter. Ja, machen wir uns keine Gedanken drum. Die brennen jetzt hier ganz flüssig vor sich hin. Der pumpt ab, der pumpt ab, der pumpt. Pumpst du ab? Ah, der kriegt noch nichts weg. Ich glaube, der kriegt viel weg.